als wir eintreffen, hat sich so dargestellt, dass es das ein Gebäude mit einer alten Lagerhalle und einem Geschäft mit frontseitig zwei Wohngebäuden angebaut. Die Lagerhalle und Teile des Wohngebäudes standen dann bereits in Vollbrand. Nachdem wir sicher wussten, dass keine Personen mehr in dem Gebäude sind, haben wir dann angefangen, den Brand in der Lagerhalle zu bekämpfen und versucht, das Feuer so weit wie möglich auf den Lagerhallenteil zu begrenzen. Im ersten Moment war halt eine sehr rasche Ausbreitung, auch begünstigt durch den Wind. Nachdem wir dann uns voll entwickelt hatten, konnten wir das Feuer gut bekämpfen. Wir konnten auch die Ausbreitung des Brandes komplett auf die rechte Gebäudehälfte beschränken. Der Zugang zum hinteren Gebäudeteil war natürlich weiterhin sehr schwierig, weil er einsturzgefährdet war. Nachdem wir dann mit Hilfe des Abbruchunternehmers richtig an den Lagerhallenteil ran konnten, konnten wir auch das gut ablöschen. Mit dem Großteil der Kräfte waren wir bis 4 Uhr vor Ort und dann haben wir noch eine Brandsicherheitswache bestehend aus zwei Gruppen hier gelassen, die dann bis 7 Uhr hier waren. Und jetzt sind wir nochmal wieder mit neuen Kräften vor Ort. Wir werden noch eine Zeit lang hier bleiben, eine Brandwache stellen, immer wieder Glutnester ablöschen. Und dann werden wir irgendwann auch die Einsatzstelle verlassen. Im Moment können alle Bewohner unter Unterstützung oder wir für die Bewohner in ihre Wohnung rein, um noch irgendwelche Wertsachen daraus zu holen.